Die Schauspiellegende Klaus-Maria Brandauer steht seit mehr als einem halben Jahrhundert auf der Bühne und vor der Kamera. Unermüdlich spielt er eine Rolle nach der anderen. Die Bühne ist seine Welt, sein Zuhause ist Altaussee in der Steiermark. Geboren 1943 als Sohn einer Österreicherin und eines deutschen Zollbeamten, brach er nach dem Abitur seine Ausbildung an der Stuttgarter Schauspielschule nach nur 2 Semestern ab. Seither spielt er. International bekannt wurde er mit István Szabós Filmen Mephisto, Oberst Redl und Hanussen. In Hollywood machte er sich einen Namen mit Jenseits von Afrika und James Bond Sag niemals nie. Brandauer führt auch Regie im Theater und Film. Er unterrichtet als Professor am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Herr Brandauer, Sie machen Lesungen aus den Briefen von Dietrich Bonhoeffer, der Widerstandspfarrer in der Nazizeit. Er wurde ja umgebracht dann von den Nazis. Diese Briefe sind unglaublich berührend. Was haben Sie unserer Zeit zu sagen, außer dass Sie uns eine Vergangenheit heraufbeschwören, mit der wir ja noch nicht fertig sind? Aber was haben Sie aktuell zu sagen? Die Briefe, abgesehen von der Zeit, in der sie geschrieben sind, in der Schrecklichkeit und der Gewissheit, dass er wahrscheinlich zu Tode kommt in seiner Verhaftung, die Beschäftigung mit dem Glauben. Es ist ein Mensch, der glaubt. Und gerade in so einer schwierigen Zeit, wo man möglicherweise für das, was man für richtig hält, das mit seinem Leben bezahlen muss, schwankt und schwankt der Glaube. Man fragt sich, ja, sag mal, lieber Gott, bist du verrückt geworden? Ich war vollkommen auf der richtigen Seite und jetzt schickst du mir das? Also dieser Kampf ist so aufregend. Und je mehr man das versucht nachzuempfinden, umso sicherer ist man dabei, einem Gottesmann Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dass er darüber hinaus ein philosophisches, soziales Weltbild hatte, das ist ja völlig klar. Und solche Gedanken über den Glauben, den brauchen wir immer. Wir können es ja auch ablehnen. Wir können ja auch sagen, ich glaube an gar nichts, ich bin ein Atheist. Ich meiner Meinung nach würde dann sagen, ja, du kannst ruhig ein Atheist sein, aber von Gottes Gnaden. Das ist eine schöne Abrundung Ihrer Aussagen. Bonhoeffer hat ja auch gehadert mit Gott und gleichzeitig hat er sich geborgen gefühlt in Gott. Es gibt ja ein Kirchenlied, das auf einen Vers von ihm zurückgeht und das einerseits in Gott geborgen sein, andererseits zu hadern, es passt ja auch irgendwo zu Ihnen. Sie suchen sich den Zwiespalt auf, in dem die Menschen sich bewegen, in vielen Rollen. Naja, den suche ich mir natürlich nicht aus, sondern den haben wir. Das bemerkt man ja sehr bald. Also jetzt, wenn ich mit Ihnen rede, könnte es sein und ist es auch schon gewesen in den letzten Sekunden, dass mir Gedanken in den Kopf kommen, die mit uns zunächst gar nichts zu tun haben. Sondern sie sind die Bereicherung. Beim Theaterspielen würde man sagen, du musst dir einen Subtext suchen, damit du dann das, was du zu sagen hast, gut sagen kannst. Ich muss mir das jetzt nicht suchen, weil das kommt zu mir. Die Gedanken kommen ja zu mir. Ich kann die nicht beherrschen. Und so ist es natürlich mit allem im Leben. Es gibt aber auch das Faszinodum des Eindeutigen. Und das ist nun bei Ihnen gar nicht der Fall. Also eindeutig ist, wenn ein 100-Meter-Läufer und die Uhr richtig ist, schnell läuft und der Beste ist, dann ist das kann man wahrscheinlich messen. Eindeutig. Und alle anderen Dinge, ich bin nicht von ungefähr in dem Bereich des Ungefähren, nämlich beim Theater, bei der Literatur, lesen, schreiben, nachdenken. Ich muss nicht eindeutig sein. Ich kann behaupten, jetzt in diesem Moment glaube ich das oder halte ich das für richtig. Aber ich muss gewärtig sein, erstens, dass es nicht stimmt, dass ich nicht recht habe und zweitens, dass ich morgen eine bessere Einsicht habe. Das ist jetzt wischiwaschi scheinbar, ist es aber natürlich nicht, sondern das ist unsere menschliche Existenz, von der ja viele Leute sagen, wahrscheinlich sind wir Menschen ein Irrtum, ein Irrtum der Natur.
Ja, wir lieben diesen Irrtum. Ja, es, ja. Es gibt uns. Ja, das ist also ich bin schlecht. Zufrieden damit. Ja, genau. Also das wollen wir hier nicht in Frage stellen. Nein. Das ist unzweideutig. Ja. Aber ich will Sie noch bei einer Unzweideutigkeit festmachen. Sie haben auch den Film gemacht über Georg Elser, das der Attentäter auf Hitler 1939, Münchner Bürgerbräukeller, ein Schreiner, ganz allein, also nicht wie die späteren Attentäter um Stauffenberg aus dem deutschen Adel, dem konservativen Elite Deutschlands, sondern ein ganz einfacher Handwerker, der sehr früh gesagt hat, das geht nicht, was diese Figur Hitler da mit seinen Leuten veranstaltet. Eine unglaubliche Tat. Interessanterweise hat man nie von Elser gesprochen. Sie haben ihn eigentlich entdeckt für die breite Öffentlichkeit. Sie haben den Film als die Regie gemacht und die Figur gespielt. Und wenn wir dann Bonhoeffer, Elser, aber wir könnten auch Hanussen nehmen, da ist doch eine Eindeutigkeit des Widerständigen in ihnen. Figuren, die sich widersetzen. Das sind Figuren für Sie. Das scheint mir ganz eindeutig, dass Sie die suchen. Naja, das ist natürlich die Spannung, die ich glaube, im Leben zu finden, gefunden zu haben und die ich gerne ausdrücken möchte. Das knüpft an unsere Eindeutigkeit, die ich nicht so immer empfinden kann, an. Außerdem Widerstand, nur weil man widerständig sein will, das halte ich für wirklich abwegig und blödsinnig. Sondern der Widerstand ist ja dann gegeben, wenn Sie mit den Dingen, die Sie in der Gesellschaft finden oder bei einem Menschen finden, nicht einverstanden sind. Dann diskutieren Sie, das wäre nett, und diskutieren Sie es aus und man schlägt sich nicht gleich die Köpfe ein. Also Widerstand, zunächst würde ich das nicht bezeichnen, sondern einfach sich unsicher zu zeigen, sich nicht sicher zu sein. Und der Georg Elser hat ja zum Beispiel auf seine schöne schwäbische Art gesagt, also ich meine, wenn alle Leute also jetzt da hier auf einmal Heil Hitler sagen, dann ist das von mir aus in Ordnung. Ich mag das zwar nicht, aber wenn ich es sagen muss und wenn ich es nicht sage, dadurch eventuell zu Schaden komme, ja gar umgebracht werde, dann bin ich dagegen. Und ich meine, einfacher kann man es gar nicht ausdrücken. Aber dieser Reflex ist ja nicht selbstverständlich. Da ist ja etwas vorher. Ich komme nochmal auf das Widerständige bei Ihnen. Sie sind immer wieder überraschend. Wo wurde diese Weiche gestellt? Ich meine, wie viele Menschen wachsen auf im Bewusstsein, ich passe mich an. Denn darauf basiert ja dann so ein Regime auch. Auf der Lust an der Anpassung. Das scheint bei Ihnen, ist da irgendeine Weiche ganz früh gestellt worden in andere Richtung? Ja, also irgendwie glaube ich, dass natürlich Menschen auf die Welt kommen und noch nicht viel Ahnung haben und sind schon widerständig. Also als ob irgendein Weltbuddha plötzlich vom Himmel herunter geworfen wird und da haben wir ihn, das alte Baby und dann weiter und weiter. Und da sind Widerstände da, da ist man nicht mit allem einverstanden. Also das haben wir eigentlich mit der Muttermilch oder mit dem Kosmischen, bringen wir das mit. Das andere, und da haben Sie natürlich vollkommen recht, ist Erziehung. Dass ich in einem Haus aufgewachsen bin, mein Großvater Hans Brandauer war ein hochpolitisch brisanter, interessierter Mensch, obwohl er ein einfacher Arbeiter war bei der österreichischen Saline, und der hat sich immer darum gekümmert, was ist in meiner Gemeinde in Altaussee los, und hat immer dazu irgendwas zu sagen gehabt. Und dann mein Vater, also meine Eltern haben mir beigebracht, dass ich doch Regeln einzuhalten habe, aber dass ich sie jederzeit auch besprechen kann, ob das noch zeitgemäß ist oder richtig ist. Also Regeln brauchen wir ja zum Leben. Ja, die sollte man sich wirklich aneignen. Und wenn sie einem nicht passen, dann kann man was dagegen sagen. Aber ich möchte mich noch mal wehren, dass man, es gibt Leute, die sind auf jeden Fall immer dagegen. Sie sind auf jeden Fall immer irgendwie nicht greifbar, weil sie nämlich nicht sagen, wenn sie dagegen sind, was sie machen wollen stattdessen. Also das Widerständige ist erst ein Resultat von vielen Gesprächen, in denen sie nicht weiterkommen. Dann beginnt wahrscheinlich ein Widerstand. Und wenn sie sehen, dass das, was die anderen meinen oder der andere meint, die Menschen zu Schaden bringen kann, dann, wenn sie Mut haben, wichtig, wenn sie Mut haben, dann tun Sie was dagegen.
Den Mut kann man nicht von, sollte man von jedem abverlangen können, kann man aber nicht. Sie beschreiben damit ja auch dieses Milieu, in dem Sie aufgewachsen sind. Ich möchte ganz was Präzises wissen. Maria, Ihre Mutter hieß Maria. Warum haben Sie das in Ihren Namen übernommen? Ich bin mit Frauen aufgewachsen. Mein Vater war im Krieg und den kannte ich kaum. Mein Großvater war im letzten Jahr des Krieges, also da, wo ich also dann 2-3 Jahre alt war, im Gefängnis in der Nazizeit, weil er ein Widerständler war. Ich bin mit Frauen aufgewachsen. Weiber standen neben ihm, kann ich für mein ganzes Leben sagen, so wie der Peer Gynt. Und aus diesem Grund, da meine Oma Maria auch hieß und meine Mutter Maria hieß, habe ich gedacht, die gehören zu mir. Sie haben mich erzogen. Sie haben mich genährt. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Sie haben mich von Anfang an betreut, gut betreut und überschätzt. Das kann nicht sein. Das überschätzt halte ich für kokett. Das ich habe es schon so oft gesagt, Herr Mayer, in Interviews, ich muss dabei bleiben. Und ja, es stimmt gut, auch. Dann bleiben Sie dabei. Aber im Prinzip, von außen betrachtet, haben Sie sie nicht überschätzt. Das haben Sie sich diese Frauen auch gar nicht vorgestellt oder vorstellen können, dass aus diesem Klaus Maria ein wirkliche Weltberühmtheit in seinem Beruf wird. Naja, ich habe, also das habe ich heute noch zu Hause, halt sehr früh Buchstaben auf Blatt Papier zeichnen können und dann auch gewusst, das heißt Baum und so. Also man hat mich schon von vornherein, die beiden Frauen, weil sie wahrscheinlich so froh waren, dass ich im Haus bin, und wie halt das so ist, wenn man einen kleinen Jungen da hat, dem will man viel beibringen. Das ist an Müttern so. Und die wachsen ja da direkt über sich selbst hinaus und dann projiziert man auch etwas in diesen Buben hinein. Nicht? Man wird ja auch bewundert. Ja, das merkt man am Anfang nicht Was so sehr. Was würden Sie von meiner Behauptung halten, dass bewundert werden eigentlich ein Menschenrecht ist? Irgendwann hat der Mensch das Recht, bewundert zu werden. Das tun die Mütter. Ja. Ja. Bewundert. Das ist Sie ja werden sehr, bewundert. Ja, das wünscht man sich wahrscheinlich, das weiß man gar nicht. Weil Wunder, Bewundern hat natürlich mit Wunder zu tun. Das ist schon eine außergewöhnliche Geschichte, wenn man einen Menschen bewundert, der muss er dann geradezu wundervoll bringen. Also das ist jetzt eine Auslegungssache. Wundervoll brachte also der Jesus und viele andere Leute, die sich auch das für sich in Anspruch nehmen, bewundern. Also da wäre ich natürlich schon dabei. Ich hab's sehr gern, wenn Leute mich gut finden. Das war am Anfang wahrscheinlich da, mit diesem Frauenhaushalt. Ja, war so, ja. Also ich bin so glücklich aufgewachsen, wenn Sie mich jetzt fragen, wie das eigentlich war. Ich versuche mich jetzt gerade hineinzuversetzen, was denn damals war. Wie alt war ich, als ich das Gefühl hatte, ich werde hier bewundert? Ich glaube, die Frage stellt sich für ein Kind eigentlich gar nicht, sondern wird es einem erlaubt oder nicht erlaubt? Und wenn man lang weint, dann kann sein, dass man das, was man nicht tun sollte, jetzt endlich darf. Dann bekommt man eher einen Zugriff zu den Erwachsenen um sich herum. Also man lernt etwas nicht Feines, die Erpressung. Also das mit dem, es ist ja auch nur so eine Frage. Nein, also auch zum Beispiel, mich interessiert auch diese Wegscheide, irgendwo muss es ja passiert sein. Sie sind in der österreichischen Provinz aufgewachsen, in eigentlich einem einfachen Milieu, nicht irgendwo in einem städtischen und völlig vernetzten, elitär vernetzten Milieu. Sie sind Schauspieler geworden, eine eigentlich absonderliche Berufswahl, wenn man in der Provinz aufwächst. Wobei man kann sagen, Kultur entsteht immer in der Provinz und wird in der Stadt nur aufgeführt. Aber wie würden Sie das erklären? Hat das was mit den Frauen zu tun? Ich projiziere da etwas auf Sie, mit dem Auftritt, den Sie hatten als Knabe in dieser Frauengesellschaft zum Beispiel.
Naja, es waren ja nicht nur Frauen. Ich hatte natürlich, wenn man ein bisschen älter wird, dann meine Spielkameraden auch. Und ich fand natürlich damals keinen Unterschied. Jetzt weiß ich, was aus denen geworden ist und was aus mir geworden ist. Aber der Unterschied, den empfinde ich, weil es so halt so merkwürdig ist, aus so einem kleinen Ort mit 1800 Einwohnern, da herauszukommen, dass mein Weg halt ein anderer ist als der Seppi, der auch bei der Salini ist und der andere ist bei der Bank und der andere ist beim Konsumverein. Aber also wenn Sie mich auch auf Biegen und Brechen jetzt fragen, ich erinnere eine Sonderbehandlung irgendwie überhaupt nicht, sondern ich kann jetzt nur im Nachhinein auch wie Sie fragen, ja, wie ist das gekommen? Wie wurden Sie widerständig? Wie kommen Sie darauf, in einem Ort, wo es kein Fernsehen damals gab, kein Kino gab, halt gerade das Radio, und das war nicht ein Drahtfunk, wo dann immer heute ist, in Addis Abeba, und es versandelte wieder, und wenn man anschaltete, war wieder, in Wien war übrigens die Donau über die Ufer gekommen. Ja? Also, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr gerne mit älteren Menschen gesprochen habe und wissbegierig war. Ich wollte eigentlich zu Menschen, und das ist heute noch so, wenn einer etwas weiß, was ich nicht weiß, klingel ich und sage, du weißt was, sag's mir auch. Und dann werde ich es erfahren. Das interessiert mich. Es ist meine Neugierde an allem, was eben mich umgibt, und das kam aus mir, natürlich geschürt durch meine Mutter und durch meine Oma und vorher natürlich auch durch andere, die halt um mich herum waren. Sie werden mir jetzt sagen, dass ich auf Biegen und Brechen dabei bleibe, aber ich tue es trotzdem beim Widerständigen. Sie haben dann auch Mephisto verfilmt, also Sie waren die Hauptfigur im Film Mephisto, letztlich über Gustav Gründgens, über seine Verstrickung in der Nazizeit, seinen Erfolg auch als Schauspieler. Also da war ja fast der Schauspieler Brandauer und der Schauspieler Gründgens, das war fast eine Deckung, die sich dort ergab. Man spürte das, und das ist auch ein ganz wichtiger Film. Für mich ist das ein ganz wichtiger Film, auch das Buch gewesen, um zu verstehen, was damals passierte und was einem passieren könnte oder hätte passieren können. Was war Ihr Anlass? Sie lehnen ja viele Rollen ab, mehr als Sie annehmen. Die haben Sie grandios gespielt, aber auch zuerst mal akzeptiert. Aus was für Gründen? In Tübingen, in meinem ersten Engagement, hat mich ein älterer Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Buch gibt, weil ich über Gustav Gründgens was wissen wollte. Und dann habe ich mir das Buch besorgt. Das war übrigens damals gar nicht so einfach zu haben, sondern es war auf dem Index. Der Ziehsohn von Gustav Gründgens hat das also bewerkstelligt, dass das Buch nicht verkauft werden darf. Ich bekam es trotzdem. Es war ganz leicht, das haben wir nicht, Moment. Und dann bekam ich es. Und da habe ich das Buch von Klaus Mann Mephisto gelesen, und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist, dass man, denn mehr wusste ich ja nicht von der Schauspielerei, dass man etwas für Leute macht, dass man sie unterhält, und damit hat es sich möglichst, wenn sie lachen, ist wunderbar, wenn sie weinen, ist es auch wunderbar. Nein, dieses Buch hat mich bekräftigt, dass etwas anderes dahinter zu stehen hat, und nicht nur beim Schauspieler, aber natürlich bei Personen in der Öffentlichkeit umso mehr, sondern bei jedem Menschen. Man kann sich hinter einem Beruf nicht verstecken. Das, was wir zu sein haben, ist ein Mitglied in der Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn wir Lust haben, sollen wir auch darauf Einfluss nehmen. Wenn man sich nicht gewappnet fühlt, da in den Gemeinderat zu gehen, muss man sich nicht unbedingt in den Gemeinderat wählen lassen. Aber ein Satz wie zu sagen, mich interessiert das nicht, für Politik interessiere ich mich nicht, ist ein sehr politisches Statement. Nämlich ein sehr, sehr blödes. Wir haben uns natürlich zu interessieren. Und ich habe herausgefunden, was will ich mit dem da am Theater? Was will ich, wenn ich Hamlet spiele? Was will ich, wenn ich Romeo bin, Wallenstein und so weiter? Ich will mich selber während der Arbeit bereichern an den Dingen, die andere schon gedacht haben. Ich will teilhaben. Ich will herausfinden, wie weit mich Figur und die Geschichte der Figur
etwas weiterbringen in meinem Leben und vor allen Dingen spüren, dass ich gar nicht anders kann, als in einer Solidarität mit anderen Menschen zu leben. Und vor allen Dingen, ich, egal ob ich einen Verbrecher spiele oder nicht, muss immer bei der Arbeit daran denken, ich bin auf der Seite derer, die nicht die Mehrheit haben. Ich bin auf der Seite derer, denen es nicht gut geht, die krank sind. Das ist das Erste. Deshalb mache ich es. Das klingt jetzt ungeheuer altruistisch und alles, ist aber so. Denn wenn Sie nicht einen Gedanken dahinter haben, warum Sie etwas tun, ja, der sich auch für die Menschen interessiert, dann hat es gar keinen Sinn. Dann ist es, was man so sagt, la pour la. Wesentlich ist ja auch, jedenfalls habe ich das aus Filmen von Ihnen, Theaterstücken von Ihnen und eben dem Bonhoeffer auch, leite ich das ab, die Dinge zu erklären, den Menschen ein Stück weiter zu helfen im Verstehen der Dinge. Also bei Gründgens war es für mich, wie schon das Buch, aber wie Sie es dann gespielt haben, wie ein Schlüssel dazu. Auch wieder, wie zwiespältig die Situation ist für den Menschen und wie er ihr auch verfallen kann. Das ist doch eine, das war eine Erklärung. Eine Erklärung ist vielleicht besser als eine Erklärung. Also wenn wir das Theater, was wir heute haben, zurückverfolgen zum Beginn, so kommen wir zu den Griechen. Und die Griechen, bei denen war Theater eigentlich eine Art Gerichtsverhandlung. Zuerst mit einem Schauspieler, dann halt mit zwei und dreien, also. Das heißt, eine Gerichtsverhandlung braucht einen Richter, braucht Schöffen, braucht einen Angeklagten, braucht Rechtsanwälte und so weiter. Es wird etwas verhandelt. Also, was bleibt mir als Schauspieler anderes übrig, als zu sagen, Gründgens, beziehungsweise Hendrik Höfgen heißt er ja, obwohl jeder wusste, dass das der Gründgens ist, was hätte ich getan? Was war das für eine Zeit? Aha, das war eine Diktatur und so weiter und so weiter. Ich muss mich in diese Zeit versetzen und mir denken, verdammt nochmal, das hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle, das hätte ich auch gemacht. Warum bin ich nicht oder eher der Herr Höfgen oder eher der Herr Gründgens damals, als die Nazis diese Mörderbande an der Macht waren? Der Hilper zum Beispiel, auch ein berühmter Theaterdirektor, hat gesagt, ich bleibe nicht in Berlin, ich gehe nach Konstanz. Oder nach Göttingen und schau, dass, bis das vorüber ist. Mehr kann ich momentan nicht tun. Vielleicht bin ich kein so großer Held, aber da mache ich nicht mit. Gründgens hat sich da anders entschieden. Im Gegenteil, er war noch auf der Welle, weil er nicht ganz das gedacht hat, wie ich damals als junger Schauspieler in Tübingen. Ich weiß auch nicht, warum ich das Glück hatte, dass diese Gedanken zu mir kamen. Er war noch auf dem Weg, Karriere zu machen. Was soll man denn sonst machen in diesem Leben? Und es ist auch berechtigt, Karriere zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das will man ja. Man will ja sich verwirklichen. Und wie kann ein Schauspieler sich verwirklichen als in seiner Sprache? Gründgens sprach weder Englisch noch Französisch noch was anderes. Also das war ausgeschlossen. Und so habe ich mir gedacht, ja verdammt nochmal, ja hätte ich denn auch 33, du bist plötzlich Generalintendant des preußischen Staatstheaters. Also dies, naja, so schlimm ist es. Das sind all diese Fragen. Und wenn man sich damit wirklich beschäftigt, ja, dann kommt man nicht so schnell drauf, dass man sagen könnte, nein, das hätte ich unter keinen Umständen gemacht. Denn in einem sind wir ja besser dran als der Gründgens. Wir leben heute in einer Demokratie. Und wir wissen, was sich daraus ergeben hat. Wir müssen ja keine Helden sein. Sie sagen ja von sich, Sie hätten das Zeug zum Helden. Sie haben sogar gesagt, ein Satz von Ihnen, ich rede mit keinem weiter, der sagt, er wüsste, wie er damals gehandelt hätte. Ja, das hat ja auch keinen Sinn. Ja. Er weiß das auch nicht, der mir das sagt. Wir können nur vom heutigen Standpunkt. Das ist ja, dass so viel geschwafelt wird. Und auch ich, obwohl ich Sie gut kenne und Ihre Sendungen gut kenne, habe, obwohl ich geübt bin in solchen Sachen, meine liebe Not, hier immer klar zu sein. Und, aber es wird besser, jetzt im Gespräch. Es wird besser. Das Interessante dabei ist, dass wir immer konfrontiert sind mit repräsentativen Meinungen, die repräsentativ an uns herangetragen werden. Und so wiederholen wir das und geben es zurück. Es ist eigentlich unfassbar. Das Leben ist eine Uraufführung. Als das ist es gedacht.
Und das ist von Atemzug zu Atemzug. Aber wir haben es reglementiert. Und das ist beim Baby schon so. Und man macht alles Mögliche. Die ersten 3 Monate ist ein Baby Buddha, Gott. Es dreht sich alles um ihn. Aber plötzlich will man einem Baby etwas beibringen. Mach das nicht, mach schön bitte, 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 bitte. Das ist ein Hauseli und das ist ein Stockeli und das ist der Pappeli. Dann kommen sie in die Schule und es ist natürlich kein Hauseli, sondern es ist ein Haus. Also diese Verbildungen nehmen wir mit bis ins Jetzt. Wenn ich heute die Zeitung aufschlage, hier im Flugzeug, wie ich gestern Abend gekommen bin, 4 Zeitungen sind da. Es ist tatsächlich manchmal nicht zu erkennen, dass es sich um denselben Tatbestand handelt. Es wird, Blattlinie soll sein, um Gottes Willen, das wäre ja blöd, einer Zeitung eine Blattlinie nehmen zu lassen. Das ist ja lächerlich, ob die links, rechts, oben, unten, das ist zunächst einmal egal. Ja. Aber dass die Fakten auch verdreht werden oder dass Leute gar nicht schreiben können, aber trotzdem schreiben und solche Dinge, da denkt man sich, wie kann ich mich denn noch informieren? Und wir machen den Fehler, dass wir uns nicht richtig informieren, aber trotzdem darüber reden. Aber schieben wir das nicht ab auf die Journalisten? Nein, nein. Also Sie sagen, Sie sind ein leidenschaftlicher Demokrat. Das müssten Sie nicht sagen, man weiß es. Aber wenn man leidenschaftlicher Demokrat ist, dann betreibt man eigentlich einen Nebenjob. Bürger sein ist eigentlich Arbeit. Arbeit, sich zu informieren, Sie haben es gesagt. Also ich kann es nicht abschieben, sagen die Politiker. Die sagen auch immer nur das und die sagen nicht wirklich die Wahrheit. Es ist an uns, die Dinge zu sehen und zu sagen. Naja, schauen Sie, wenn Sie sagen, man darf es nicht abschieben auf die Journalisten, natürlich kann man nicht alle verteufeln und alle in einen Topf schmeißen. Das müssen Sie ja auch sagen. Und das ist auch richtig so. Und ich bin leidenschaftlich gegen jede Einschränkung von der freien Meinungsäußerung. Egal, ob es ein Einzelner ist oder eine Zeitung ist. Das ist ja vollkommen klar. Nur wir müssen langsam auch das auf alle ausweiten. Also Journalisten können wir nicht blamieren, weil auch wenn sie etwas Unwahres schreiben oder sich leicht machen. Politiker können wir nicht, weil die haben einen schweren Job. Es ist kein Job, ein Bürger zu sein. Es ist eine aufrichtige Angelegenheit, in der Situation, in der man ist, in der Sozialität, in der sie leben, teilzuhaben. Und wenn sie ein Döskopf sind, dann können sie sagen, Kinder, mit mir nicht, ich möchte mich dafür nicht interessieren. Es ist wirklich schwer. Stellen Sie sich mal vor, Europa, Sie haben es gerade erwähnt. Was wird über dieses Europa für ein Blödsinn? In der Schweiz wird man sagen, für ein Seich erzählt. Und zwar von denen, die Europa zu bewerkstelligen haben. Vor jeder Wahl, in jedem europäischen Land ist auch eine linke Partei plötzlich etwas rechter, damit sie Stimmen gewinnen kann. Denn Leute, nämlich ich auch, haben es sehr gern, in einem sicheren Land zu leben, möglichst unter unseresgleichen, wo wir uns kennen und wo die Sprache leicht verständlich ist und haben Probleme manchmal mit, wenn jemand nach Altaussee kommt, den man nun gar nicht kennt. Also ich schon auch als Heranwachsender kann davon auch ein Lied singen. Selbstverständlich war das auch bei mir so. Aber heute, vor Wahlen, sich plötzlich ein anderes Mäntelchen umzutun oder dass Regierungen sagen, wir haben gar kein Problem. Wir könnten es leicht lösen. Nur Brüssel ist schwierig, ja. Also das geht nicht. Es tun alle Theaterspielen. Und genau das darf ein Theaterspieler nicht. Es soll, obwohl er weiß, dass er niemals Hamlet sein kann und es nicht ist, auch ich habe das nicht gedacht, aber so sein, als hätte er das Gefühl, obwohl er weiß, dass es nicht ist, so denken kann wie diese Figur oder ähnlich. Und das muss einen Moment der Direktheit haben. In diesem Moment muss es wahr sein. Leider ist alles nur immer im Moment wahr. Es gibt keine Wahrheit, die dauert. Es ist im Moment wahr. Und wenn wir sagen, Herr Mayer, machen wir doch den Anfang noch einmal, genauso wie wir ihn gemacht haben. Geht nicht. Geht nicht! Gott sei Dank. Der Moment ist vorbei. Er ist vorbei. Und deshalb sind wir natürlich zusammengesetzte Momente. Und wenn ich daran denke, wie schwierig das für jeden Einzelnen ist, dann bin ich nicht mehr so beleidigt, dass es so grauenvoll zugeht in unserer Welt. Auch bei uns hier. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Halten Sie sich als Schauspieler für typisch für Ihren Beruf? Das müssten andere. Ja, Sie reden ja von Skepsis, nicht? Ich gebe zu,
dass ich schon als junger Mensch das eher als ein Vehikel genommen habe, um mich im Leben zurechtzufinden, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich gerne tue, Bücher anschauen, lesen, reden, mich unterhalten mit Menschen, über Probleme reden, wenn keine da sind, suchen, ob es welche gibt. Suchen, sich selber suchen in Rollen auch. Das bleibt nicht aus. Wenn Sie eben den Identifikationsprozess mit einer Idee einer Figur, nicht mit der Figur, sondern mit einer Idee der Figur, dann müssen Sie natürlich die Dinge sich aussuchen, von denen Sie glauben, Sie haben dazu was zu sagen. Könnten Sie ein Beispiel geben, wie Sie sich eine Figur erschlossen haben und wie sich die Figur während dieses Prozesses verändert hat in Ihrem Bewusstsein? Weil wir bei Mephisto waren. Die Aufgabe war ja nun wirklich, einen gleisnerischen, eitlen, zwar sehr begabten, aber doch nicht sehr charaktervollen Menschen zu zeichnen. Und das ist auch aufregend. Einen Boyaza, einen Komödianten, der darf alles. Ein Monstre Sacré, ja. Das waren die Schauspieler früher und das sollen sie auch sein. Und das sollen sie auch heute sein. Nur sie sollen so gebildet sein, dass sie wissen, dass sie mit einer sehr, wenn die Menschen wollen, gebildeten Zuschauerschaft zu tun haben. Das sind keine Leute mehr, denen man das Dornröschen oder das Sandmännlein in die Augen streuen kann. Also das heißt, Intelligenz darf ruhig ein erster Punkt der Schauspielerei sein, wie überhaupt im Leben es schön ist, wenn Leute gebildet sind und ihre Intelligenz abrufen. Das ist das Wichtige. Dann erst entstehen Unterhaltungen. Und vor allen Dingen auch wichtig, wenn man das weiß, dass die Ruhe der Gedanken, bevor man sie ausspricht, das Wesentliche dabei sind. Wogegen wir natürlich, auch ich als alter Hase, denke mir jetzt gerade in einem Interview, es ist so wie in einer, wie wenn man eine Bringschuld hätte. Ja, aber das liegt nicht an Ihnen oder an einem anderen, mit dem man ein Gespräch hat, sondern an einem selber, weil man sehr schnell vorwärts kommen möchte. Man möchte sehr schnell ein Ergebnis sehen. Nein, unsere Welt ist so furchtbar merkwürdig gebaut und wir als Menschen auch, dass wir einfach uns begnügen müssen, dann dauert's halt nochmal ein Jahr, dann dauert's halt nochmal 5 Jahre. Mein Gott, dann sollen sie 10, von mir aus 30 Jahre Geld bekommen, unsere Griechen, weil das gerade jetzt ein Problem ist. Es gibt eigentlich, wenn man gewillt ist, zueinander zu kommen und etwas so Tolles wie die Europäische Union zu bewerkstelligen, gar keine Hürden, die man nicht überwinden könnte. Das ist toll, aber in einem Gespräch bei uns nicht. Wir haben uns schon irgendwie. Ja. Aber ja, es ist ja. Also ich rede mit einem Monstre Sacré und bin eigentlich, das mit der Bringschuld geht mir durch den Kopf. Eigentlich bin ich nur neugierig. Wie Sie gesagt haben, wenn ich etwas nicht weiß, gehe ich zu einem und sage, sag's mir. Und eigentlich bin ich jetzt da von einem, von dem ich Dinge nicht weiß. Und ich sage einfach, das ist eine große Chuzpe, wenn man so will, sag's mir. Ja, nicht? Ich versuche. Ja, Sie sind bereit. Dafür bin ich dankbar. Aber es ist eigentlich nur die Neugierde. Aber bleiben wir mal, Sie haben zweimal die Europäische Union angesprochen. Bleiben wir mal bei dieser Aktualität, in der man sich zurechtfinden muss, und das Wort zurechtfinden benutze ich sehr bewusst. Es ist ja alles unglaublich unübersichtlich geworden. Also für einen ganz normalen Bürger ist es eigentlich nicht mehr fassbar, was geschieht. Was ist richtig, was ist falsch? Was war gestern richtig, was wird morgen falsch sein? Nicht? Wir sind in einer Zeit, in der auch alles mit Zahlen belegt wird. Eigentlich eine Zeit der Zahlen, der Haushaltszahlen, der unwiderlegbaren Zahlen. Also den Griechen können wir ja vorrechnen, die Schulden, und die Deutschen können ihre Kredite rechnen, und damit hat sich die Sache. Und Sie sind ein
Mensch des Wortes. Stört Sie nicht manchmal diese Ökonomisierung, diese Zahlenhuberei in dieser Welt, die die Worte eigentlich verdrängt? Ja, das ist schon natürlich nicht sehr günstig, dass wir in Zahlen denken. Aber auf der anderen Seite sind sie ja erfunden worden, diese Zahlen, von denen, die sie erfunden haben, damit man da einen Wert herausfindet. Einen Wert, den man nicht überschätzen soll. Einen Wert des Tauschens, des Austausches. Eigentlich eine gute Sache. Wir haben so viele gute Sachen, die ins Gegenteil verkehrt worden sind. Also ich würde die Zahlen jetzt natürlich auch nicht so verteufeln. Nur, dass es nur mehr Zahlen gibt. Denn hinter Zahlen muss ja auch ein Gedanke stehen. Also vor allen Dingen Identität und Authentizität ist doch das, was man von einem Menschen, der in der Öffentlichkeit steht und was für uns tun will, und wir tun ja auch etwas, wo auch das auf uns anzuwenden ist, Sie und ich, dass man so ehrlich wie möglich, so direkt wie möglich sich äußert. Und damit kann ich nur sagen, der, wie immer man ihn sieht, der Ministerpräsident von Griechenland, der Premierminister, ein Mensch, der einfach sagt, ich komme jetzt da, ich wollte etwas tun für mein Land, ich weiß, dass wir schrecklich überschuldet sind, dass wir Riesenprobleme im Land haben, dass wir andere Zusammenhänge haben, wie man zusammenleben soll, aber ich möchte diesen ganzen großen Kuchen, da möchte ich mit dabei sein und habe etwas unterschrieben, was ich eigentlich nicht unterschreiben wollte, aber der Wille da, bei diesem Europa dabei zu sein, war stärker und ich bitte euch wirklich herzlich, seht mir das nach und lasst uns jetzt was versuchen. Das ist doch großartig. Das ist doch fantastisch. Das ist doch mal eine Rede. Da kommen keine Zahlen. Ja, bei all dem, was die Griechen bisher von mir aus verbockt haben, ja, das war ja ein gemeinsames Verbocken, aber wir wollen jetzt uns nicht über Griechenland, wie es kam und so weiter. Also die wurden ja auch hereingezogen. Übrigens mit einem sehr, sehr guten Grund. Man kann auch einfach sagen, in Europa gehört Griechenland. Das ist ein bisschen merkwürdig mit die Wiege der Demokratie. Also wenn ich daran denke, dass gerade 100 Leute sich demokratisch verhalten haben und der zweite und dritte und vierte stand ja nicht mehr so die demokratisch. Frauen auch nicht. Also, ja. Aber sehen Sie, ja. Jeder nickt ab. Ja, die Wiege der Demokratie, sehr richtig. Ja. Blödsinn. Ja, natürlich. Also zeitweilig haben es natürlich Leute, Autoren und politische Menschen damals versucht. Aber und so plappern wir eben nach. Aber ich will zurück zu einem Menschen, der sagt, so ist die Geschichte. Und das Tolle ist, wie immer man den vorher unsympathisch fand oder fordernd oder großkotzig, auf einmal geht ein Engel durchs Zimmer mit solchen Sachen, das hat man in einem Plenum noch nie gehört. Und dann muss auch sozusagen, wie kann man eigentlich andere Seite sagen, aber sagen wir die andere Seite, die Gläubiger, müssten dann sagen, hallo, der ruft uns so an, wir machen auch. Aber das ist doch genau das Problem. Ich führe es jetzt zurück auf ihr Metier. Auf ihr Metier, da ist einer, der tritt auf, wie ein Schauspieler. Der geht nach Brüssel und eine Bühne für ihn. Und auf dieser Bühne nutzt er seine Wortmacht und erklärt sich auch zu Hause im Parlament. Und geantwortet wird ihm nur mit Zahlen. Die haben ja gesagt, was wir auch immer sagten, also der Wirtschaftsminister Varoufakis, nicht? Das ist ja auch eine Figur, das ist fast eine mephistophelische Figur, nicht? Ja, sagt, ich hätte auch die norwegische Nationalhymne singen können, es hätte den gleichen Effekt gehabt. Auf das will ich doch hinaus. Jetzt mal unbesehen, dass die Griechen sich ihre Sache auch selber eingebrockt haben. Aber da trifft doch diese protestantische, nördliche Welt der Zahlen, der richtigen Zahlen, der Haushaltszahlen, der unwiderlegbaren Zahlen auf eine levantinische, noch osmanisch beeinflusste, orthodox beeinflusste, in Spanien auf eine katholische Welt. Das ist doch die Problematik, vor der wir stehen. Und Sie sind eigentlich vom Schauspielertemperament aus auf der Seite derer, die auftreten, die reden. Ja, aber meine Verantwortung ist nicht so groß. Meine Verantwortung ist, dass die Leute, die im Theater sitzen, das verstehen.
Und dann, wenn sie es verstanden haben, ist meine unterschwellige Bitte natürlich im guten Sinne gemeint, diskutiert's darüber. Aber ich mache keine endgültigen Entscheidungen. Ich kann es nur überlassen. Ich mache einen Ausschnitt und redet's drüber. Ja, wir können ja jetzt stundenlang über Griechenland nachdenken. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Für mich ist nur interessant, dass ich Menschen verschiedenartig gesehen habe in dieser Krise, in dieser europäischen Krise, wie die sich verhalten haben, mit welchen Gesichtern, mit welchen Eindeutigkeiten, mit welchen Zweideutigkeiten, mit welchen Verletztheiten. Wo man sagen müsste, Menschenskinder, Staatslenker, Staatsdiener müssen doch eigentlich doch auf irgendeine schöne Weise mit allen Wassern gewaschen sein, sonst können sie ja nicht verhandeln. Aber natürlich ist man auch wieder froh, dass Leute Seele, Herz haben und Ärger und empfinden persönliche Kränkungen, dass das plötzlich eine Rolle spielt. Das ist ja bei uns in der Kantine genauso. In der Kantine des Burgtheaters. Nur wenn es Abend dann die Lichter brennen und wir zeigen also, sollen. Also, Sie würden sagen, das war großes Theater. So einfach kann man das nicht sagen. Er hat mich nur daran erinnert, dass dahinter Menschen stehen mit ihren Möglichkeiten, verletzt zu sein. Und das hat natürlich, das hält wahnsinnig auf. Also das ist sonst schwierig. Ja. Welche Figur wären Sie denn gern gewesen? Der Dijsselbloem, das ist der Euro-Chef, der niederländische, ziemlich strenger Mann. Der kommt mit dem Prinzip der Bestrafung daher. Man muss ja die Griechen bestrafen für ihre Fehler. Oder Varoufakis, oder Tsipras, oder Schäuble. Welche Figur würden Sie am liebsten spielen in diesem? Nennen wir es doch, es war ein Theater, es ging ja über Monate und wir waren gespannt. Also die Nachrichten waren voll und wir haben dem zugeschaut. Da ich auch mittlerweile ein alter Sack bin, würde ich gern einen von denen vielleicht die Ordnung wichtig halten im Zusammenleben der Menschen, Gesetze gehalten werden müssen, würde ich gern so einen versuchen, so einen Kreon. Ja, es ist ja nicht, Schäuble ist ja nicht jetzt das Beispiel für alles, was es noch nie gegeben hätte. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Regelungen, Verträge, die kann man zwar eventuell im Gemeinsamen umstoßen, aus irgendwelchen Gründen, aber wir müssen uns an Regeln halten. Die Frage ist nur, wie macht man das? Und deshalb habe ich niemanden Vorschriften zu machen. Nur wenn ich jemanden spielen würde, gerne würde, dann wäre das schon der deutsche Finanzminister. Und zwar nicht jetzt allein ihn beurteilend, sondern sein Leben. Ja. Das, was er mitgebracht hat. Ja, ja. Ein Junge aus dem Schwarzwald, der plötzlich sagt, ich interessiere mich für die Allgemeinheit. Ich möchte was tun. Da gehe ich eben dorthin. Wo kann ich das lernen? Hat studiert und so weiter. Er kam auch natürlich aufgrund seiner Begabung mit großem Glück dorthin, wo er auch hingekommen ist. Aber die Rückschläge, die Schwierigkeiten, das ganze Entsetzen, Entsetzliche, was man natürlich auch in so einem schweren Geschäft, ja, erleben muss. Davon hängt sehr viel auch ab. Nicht, dass das Sentiment, das Gefühl jetzt überwiegen soll. Aber das ist natürlich eine hinreißende Figur darzustellen, im Widerspruch. Sie wählen die Figur mit dem größten Bruch. Dieses Attentat und dann plötzlich ist man querschnittgelähmt. Das ist eigentlich unfassbar. Und unfassbar mit welcher Kraft dann dieses Leben weitergeht. Ja, aber danach gibt es ja natürlich noch viele. Das ist das Schlimmste. Aber dann kommen die noch drauf, Kränkungen und so weiter, die es ja alles gibt. Ja, ja. Ja. Und wenn man das jetzt beleuchtet, und das kann ich nicht beleuchten, weil sonst werde ich tatsächlich mal noch auf meine alten Tage mich ausschließlich mit Politik beschäftigen, dann müsste ich jetzt so vielen Leuten am Zeug flicken, ja, dass nicht höher geht. Aber das tun wir nicht. Ja, nein. Aber ich komme vom Bruch, gibt es in Ihrem Leben? Ich finde die anderen natürlich auch, entschuldigen Sie, dass ich unterbrochen habe, bemerkenswerte Leute. So ein Winner, bis heute ein Winner, wie der Tsipras. Das ist natürlich fantastisch. Aber wehe, 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 er gewinnt jetzt nicht. Dann werden wir ihn als Hauptrolle vergessen.
Ja, dann war er ein ungezogener Junge und hat nichts zustande gebracht und die anderen haben doch nach irgendeiner Zeit, das weiß ich nicht. Ja. Ich eher würde denken, wir haben noch einige Zeit mit ihm zu tun, weil so authent aufzutreten, eben nicht so überzogen wie sein Finanzminister, das war schon irgendwie toll, aber es sind alles Mutmaßungen und wissen Sie was, ich rede hier ganz großmäulig daher und habe überhaupt keinen Einfluss. Ich habe mit meiner Theaterarbeit noch nichts bewerkstelligt, wo ich gedacht habe, das gehört eigentlich abgeschafft, vielleicht in den Herzen Einzelner und so, dass sie weiterreden. Das ist ja der große Kummer. Ich habe, und das Theater, wir haben eigentlich, es soll sich keiner was vormachen, null Einfluss. Und aus diesem Grund, bitte, Nummer eins, Unterhaltung von den Leuten, die Theater machen, die Kunst machen, sichtbare Kunst, Ballett, alles. Unterhaltung auf dem höchsten Niveau. Ich kann ein toller Erzähler von Pferden sein. Ich kann mich mit Pferden beschäftigt sein. Wenn ich nicht reiten kann, dann hat es keinen Sinn. Das heißt also, wir müssen reiten können. Und nach können wir weiterschauen, was wir mit unserer Arbeit noch bewerkstelligen können. Das Wichtigste aber ist, dass wir selber ordentlich viel lernen und so verzweigt, wie es nur geht, denken in unserem Beruf, der möglicherweise gar keiner ist. Es gibt in Ihrem Leben einen Bruch, über den Sie nicht gerne reden, das ist der Tod Ihrer ersten Frau. Und ich spreche dieses heikle Thema an, weil es eine ganz kleine, aber ganz wunderbare Erinnerung von mir ist. Als ich Sie zum ersten Mal traf, hat mir Ihre Gattin, Ihre verstorbene Gattin damals, hat mir die Angst gegenüber zwei Dingen genommen. Die Angst vor dem Hund, den Sie dabei hatten, und die Angst vor Ihnen. Und ja, ich gehe dahin, Brandauer, ich bitte Sie, es ist 20 Jahre her. Brandauer ist bereit, mit mir ein Fernsehgespräch zu machen, hat ja Angst, also Sie können es Lampenfieber nennen oder was auch immer. Und Ihre Gattin hat das weggezaubert. Und ich möchte doch über diesen Bruch in Ihrem Leben vielleicht einen kurzen Moment reden, was das bedeutet hat. Ja, auch, dass das Leben weitergeht, das wusste ich immer schon, auch bei solchen Katastrophen. Aber wenn man dann tatsächlich gefordert ist mit so einer Tatsache, es ist nicht mehr da, dann ist leicht reden. Ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Was allerdings erstaunlich ist, dass bei so einer Zweisamkeit, so einem, wir haben uns ja seit unserem 10. Lebensjahr gekannt und waren zusammen vom Sandkasten in Altaussee. Karin kam, ihre Mutter kam aus Saarbrücken und mein Vater kam aus Deutschland und sie lebte halt in Saarbrücken, in Altaussee und ich kam dorthin in den Ferien und so wurde eine große Liebe daraus. Und was das Erstaunliche am Ganzen ist, dass ich mir das nie mehr vorstellen konnte, so etwas zu haben, so etwas zu empfinden. Zu haben klingt so, als hätte es mir gehört, es hat uns gehört. Aber nach vielen, vielen Jahren, auf einmal, treffe ich wieder einen Menschen, der in so einem Gleichklang, das heißt nicht, dass das Liebe und Kriegsschwan alles ist, sondern auch in der Auseinandersetzung, mit mir leben konnte. Und das ordnet die Dinge ein in eine Gesamtheit, von der wir nur träumen können, dass wir sie je irgendwie verstehen werden. Drum wäre ich so wahnsinnig gern noch lang, lang unterwegs, eigentlich Jahrtausende noch unterwegs. Was wird aus uns, diesem tollen Gemisch von Natur, Lebewesen? Ich bin da furchtbar romantisch, ja. Und das ist nicht gut.
Weil romantisch ist, ist irgendwie vergangen. Romantisch ist irgendwie, ja, es ist tot. Romantik ist auch natürlich tot. In alte Gedanken hineingehen, das ist doch atemberaubend. Dass das, was wir immer ganz fälschlich als, ach, schön und schmacht, nun, es ist natürlich tot. Romantik. Aber Sie sind bei bester Gesundheit. Ja, und Sie beleben es jetzt mit wunderbaren Sätzen. Also das ist ja der Widerspruch in sich. Es ist nicht tot. Es ist ein Teil, den wir doch haben müssen. Ich habe heute das Gefühl, dass ich das, was ein Freund von mir im Sommer immer hatte, jetzt endlich habe. Eine Allergie. Aber ich weiß nicht auf was. Die Zuschauer sollen mir verzeihen und wir müssen gar nichts anderes machen. Sie sollen nur wissen, so ganz verdutzt und verschreckt habe ich zugemacht, ja, und dann hat mir ein Kollege von der Technik noch ein kleines Tempotaschentuch gegeben. Darf ich trotzdem weitermachen? Bitte sehr, alles ist ganz wunderbar. Ich mache ja ein Gespräch mit einem wunderbaren Menschen und nicht mit einem, ja, mit irgendetwas Künstlichem. Da Sie das mit dem Hund erzählt haben von der Karin und Ihnen, und von der Angst, die Sie vor mir hatten, ganz überflüssigerweise, darf ich auch sagen, als ich einen Anruf bekam vor fast 20 Jahren und da sagte eine Stimme, darf ich Sie verbinden mit dem Frank Meyer? Sag ich, ja, das sehr gerne, ja. Und dann hörte ich, Frank A. Meyer. Und ich dachte, aha, eine Frau, Franka Meyer, ja. Ich habe 2-3 Mal bei Ihnen angerufen und dachte, Sie sind eine Frau. Und irgendwie war es Ihnen schon irgendwie spanisch vorgekommen, bis Sie das gesagt haben. Aber jetzt sind wir bei dem A. Das A, ja. Bei dem A. Ja, das A ist eben was bei mir ein M ist, aber ausgeschrieben. Ja, genau. Ihr Maria ist die Mutter und mein A ist auch die Mutter. Einfach nur der Initial Ihres... Wir sind Muttersöhnchen. Absolut. Drum wollte ich ja von Ihnen die Antwort. Wir sind so bewundert worden von den Müttern. Das ist ein Teil unseres Antriebs. Da bin ich völlig überzeugt. Das bleibt man. Ja. Man muss das eigentlich nicht. Warum soll man das wegdrängen? Ja, man muss alles tun, damit man es versucht wegzudrängen. Wir beide wissen, glaube ich, bereits, dass wir es nie wegtrennen können. Aber wenn das immer bleibt, dann werden wir immer... Nein, also bitte, ja. Gut. Ja, ja. Ja, bei Ihnen, ich komme jetzt gerade mit sowas. Sie haben mal gesagt, die Träume, die ich als Kind hatte, die würde ich mir gerne noch einmal besorgen. Das ist interessant für mich als Satz. Das ist irgendwie wie quasi... in der frühen Zeit Heimat suchen, also das nochmal aufsuchen, diese Träume. Was waren das für Träume, die Sie sich nochmal besorgen möchten? Zum ersten Mal mit dem Odat, das ist mein Großvater, ins Wirtshaus gehen, zuzuhören bei den alten Herren und etwas mitbekommen über die Wichtigkeit des Lebens. Vom Zeibling schon ein bisschen, das ist eine Fischart bei uns. Wann wird gemäht? Also man hat sich interessiert über ganz einfache Dinge, was der Bauer erzählt hat, was die Holzknechte erzählt haben, da dabei zu sitzen. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Und dass ich etwas lernen muss, was man braucht als Mann. Ich muss unbedingt trinken lernen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes lernen. Nämlich nicht, dass am Ende von Getränken ein Besäufnis, ein Vollrausch steht, sondern dass man so lernt zu trinken, dass einem nie passiert, dass man sich nicht mehr auskennt, dass man sich ganz vergisst, dass man denkt, man ist ein Wahnsinniger und benimmt sich auch dementsprechend. Man kann im Leben alles lernen und jeder für sich. Und das mit dem Alter habe ich auch. Wir hatten einen Schreinermeister, der hat immer seinen Zahlstab herausgemacht, ja, so, hat ihn ausgebreitet, 1 Meter, und hat gesagt, wie alt bist denn du? Sag ich, 17. Da bist du. Und du? 88. Das ist hier. Also auf dem Zahlstab, ja. Und deshalb die Zeit nutzen. Die Zeit nutzen.
Wie fühlen Sie sich, jetzt könnte ich sagen, ich bin ein Jahr jünger, das ist nicht viel, aber wie ist das mit dem Zahlstab heute, wo Sie auf dem Zahlstab sind, wenn Sie den Zahlstab so vor sich haben? Ich habe einen, während ich früher, wie Sie gesagt haben, liebend überschätzt wurde, und später auch noch, habe ich jetzt eine Umgebung, in der mir das Alter gar nicht so schrecklich vorkommt. Also ich will mich nicht versündigen, aber noch fehlt mir nichts. Ich kann noch viele Dinge tun. Die Leute bestätigen auch manchmal, dass ich relativ noch jugendlich beieinander bin. Die Sendung bestätigt. Aber manchmal, wenn ich manchmal. So, mir manchmal bin ich halt ja, neugierig auf das, was noch kommen wird und habe das, was alle Menschen sagen. Wenn es passieren soll, dann bitte schnell, möglichst ohne Krankheit, all diese repräsentativen Dinge. Ich bin auch nicht bereit, jetzt über das Alter nachzudenken. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so Jahresringe, natürlich sieht man das. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich mit 18, 20, 25, ich werde jetzt ganz flapsig und blöd sagen, gescheiter war als heute. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne mich einfach mit der Welt und mit mir nicht mehr aus. Und das sind dann die Dinge, da bin ich sehr gerne in Altaussee, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Da kommt Heiner Lainz und da kommt Erhard vorbei und da kommt Werner. Und dann reden wir über romantische Dinge. Das ist, ja, sehen Sie, das ist doch Heimat. Ja, natürlich. Ich bin ja sehr dafür. Ich liebe meine Heimat, obwohl ich weiß, dass das irgendwie nicht manierlich ist. Denn Menschen mussten ihre Heimat verlassen und woanders hingehen. Also die müssen ja auch weiterleben. Aber dass der Begriff Heimat, wenn er nicht so verhunzt worden wäre, und trotzdem sage ich Ihnen natürlich, ich liebe meine Heimat, wie ich Menschen liebe. Das ist einfach so, den Dachstein, den See, die Wälder, die Gräser, die Tiere, das ist so. Und wenn ich die meine Heimat liebe, dann kann ich doch verstehen, dass ein anderer seine Heimat genauso liebt. Und das muss erlaubt sein und dass wir uns austauschen. Warum ist das eigentlich in Frage gestellt? Es ist in Frage gestellt, hören Sie mal. Tausende von Menschen müssen ihre Heimat jetzt momentan verlassen. Aber sie lieben sie wahrscheinlich trotzdem, ja? Und deshalb werden wir ihnen helfen, hier ein bisschen ihre Heimat im Herzen zu behalten, dass sie baldmöglichst wieder zurückkommen. Und wenn nicht, sollen sie bei uns bleiben. Das ist leichter gesagt, als der Finanzminister oder die Regierungsleute das jetzt sagen könnten. Aber dass man es anzweifelt, dass das ordentlich ist, und das gehört sich so. Wissen Sie, als ich so die 20 Jahre und anfing, Amerika zu besuchen und auch die Sowjetunion, da habe ich bemerkt, ja, hör mal, du sitzt in einem amerikanischen Flugzeug und auf einmal hast du einen Freund, der sagt, oh, you in Los Angeles, oh, you. Der leiht dir sofort das Auto. Auf einmal hat man einen dicken Cadillac und man fährt und in zwei Wochen bringt man ihn wieder zurück. Also so schnell geht das. Oder man sitzt irgendwo in der Tundra oder in Russland. Und es sind nur zwei, drei, aber jede Flasche wird aufgemacht und ein bisschen Brot. Und die Leute sind, die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen an das Leben sind so ähnlich überall, dass man eigentlich das Ganze gar nicht versteht. Und trotzdem muss es etwas Pragmatisches geben und trotzdem müssen wir davon überzeugt sein, dass es immer wieder Drecksäcke. Manchmal ist man selber einer oder in der Nähe. Und gibt, dass wir eben so weitermachen müssen wie jetzt. Aber bitte intelligent. Intelligent. Herzlichen Dank, Klaus-Maria Brandauer, für dieses faszinierende Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Mayer.